Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play This Wall of Mine. Heute geht es weiter. Bruno hat das letzte Mal gerade erst gegessen. Wir werden heute schauen, dass wir möglichst unsere Ressourcen sinnvoll einsetzen. Davon brauchen wir nichts, aber wir wollten schauen, ob wir sie... Wir können sie ums Verrecken nicht an. Wir hätten bei Franco ein Ding tauschen müssen. Ich weiß aber auch nicht, ob wir noch einen Teil irgendwo finden können. Aber wir können rein theoretisch hier Regenwasser mal abholen. Weil ich meine... Wir könnten das rein theoretisch herstellen. Vielleicht, wenn wir noch ein bisschen mehr zunageln, können wir es schaffen, dass wir irgendwann nicht mehr Wache stehen müssen. Was natürlich sehr gut wäre. Andererseits... Kräutergarten, um Medikamente oder billige Zigaretten. Ja, aber dafür brauchen wir hier die Kräuterwerkstätte und die haben wir... Ah ja, wir haben schon länger nicht mehr bei der Kräuterwerkstätte nachgeschaut. Glaube ich. Nee, doch, haben wir aber... Wir brauchen entweder reinen Alkohol, was ultra teuer ist, um irgendwas Vernünftiges herzustellen. Oder wir müssen es aufwerten. Gut, die Sachen sind alle nicht so ultra problematisch. Wobei es ist schon viel Holz und eigentlich alles sehr viel, aber wir brauchen halt einen Mixer. Ich weiß halt nicht, wo ich einen Mixer herstellen kann oder ob ich den finden muss. Ein Mixer wird garantiert im Supermarkt sein. Aber der ist unter Militärkontrolle. Ah, oh, das ist schlecht. Warm halten ist gerade nicht mein Problem. Mein Problem ist es, dass ich unbedingt eine Waffe oder ein Sägeblatt brauche, um vernünftig weiterzumachen. Und ich dafür noch ein Teil brauche. Scheiße, ich hätte, bevor jemand an der Tür steht, muss ich noch kurz schauen, was hier abgeht. Es sollte immer jemand, okay, das werde ich jetzt so machen von nun an, es sollte immer jemand hier unten sein, einer für die Tür aufpassen können und einer sollte schlafen, tagsüber. Weil falls einer kommt, dass wir hier unten mit ihm hier schnell schauen können, das muss ja nicht Bruno sein, mit ihm immer schön schauen können, was brauchen wir dringend und schauen dann mit dem hier, wer auch immer dann hier sitzt, muss ja nicht Pavel sein, dass er tradet. Was heißt, hier sollte immer jemand Gesundes sein, falls jemand, der uns Böses will, herkommt. Was ich hoffe, das nicht passieren wird, aber... Ja, gut, ich könnte ein paar Bandagen gebrauchen. Die Sache sind, Bandagen sind halt verdammt teuer und verdammt. Ja, wobei, wir werden sie bald... Wobei, du bist erst leicht verletzt. Vielleicht, wenn wir dich morgen tagsüber ausschlafen lassen, den ganzen Tag, weil Pavel heute Nacht schlafen wird. Oh, Marco ist nicht mehr müde, dann steh auf. Wenn Marco nicht mehr müde ist und Pavel ist aber sehr müde, dann wird Pavel sich jetzt hinlegen. Ja, du hast Hunger, aber du bist noch nicht sehr hungrig. Gut, Marco wird jetzt sich dann gleich wieder auf den Weg machen. Und der liebe Bruno ebenfalls. Bruno wird dann morgen früh schlafen. Gut, alles klar, dann bin ich mal leider so unfair und muss jetzt hier mal im Real Life einen Schluck trinken, während meine drei hier... Wobei, verdursten müssen sie ja nicht. So, bombardierte Schule. Wir haben hier immer noch eine Menge Lebensmittelmaterialien, Medikamente halt auch. Und etwas Teile. Aber das ist garantiert in der... Wir haben erst 33%. Hier, zerstörte Villa. Die haben ganz viele Materialien und... Oh, eine große Menge Teile. Das wäre natürlich saugeil, aber... Die haben hier immer noch alles. Und im Supermarkt ist Vorsicht geboten. Das ist wichtig, weil... ...ist unter Militärkontrolle. Auf andere Plünderer zu treffen...
eine Brechstange und wir brauchen dafür eine Schusswaffe. Also hier Brechstange, Schusswaffe. Hier und hier müssen wir entweder traden oder stehlen. Und hier brauchen wir am besten einen ganzen Panzer, um hier hinzukommen. Dafür gibt es halt hier... Ja gut, es gibt eigentlich nur ganz viele Materialien, aber... Ja... Zahlreiche Fälle erschossener Zivilisten. Sehr riskant. Ja, nee. Wir werden heute das hier... Oh, wobei hier das kleine Wohnhaus, ein älteres Paar... Vermutlich haben, aber sie werden diese wohl kaum mit uns teilen. Wir können versuchen, sie entweder zu stehlen oder sie uns mit Gewalt nehmen. Dietriche. Ja, nee. Also, wir werden wahrscheinlich nächste Nacht dann eines dieser, also nicht Supermarkt oder Scharfschützen, aber ruhiges Haus, zerstörte Villa oder kleines Wohnhaus aufsuchen, aber noch nicht. Du plünderst. Pavel ist sehr müde, schlaft im Bett und du wirst auch schlafen. Weil ich glaube, wir können es leisten. Wobei, nee, du wirst Wache stehen. Weil ich hab keine Lust, ausgeraubt zu werden und zu sterben. Und du wirst den Dietrich mitnehmen heute. Und sonst brauchen wir hier nichts. Also jetzt ist kaputt. Ich nehme den mal mit. Nennt mich jetzt ruhig verrückt, dass ich den mitnehme, aber vielleicht gehört das ja jemandem hier und der spricht uns drauf an und gibt uns Shit. Sehr unwahrscheinlich, aber eine Möglichkeit. Moment. Wir kommen hier rein. Achso, nee, ich dachte gerade schon. Hier konnten wir nie rein ohne ein Sägeblatt. Wir brauchen unbedingt ein Teil und vielleicht ein bisschen Holz und Teile. Und Gemüse, also Teile und Gemüse, oberste Priorität. Also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich hier noch Teile nicht genommen habe, weil das wäre ein bisschen sehr dämlich von mir. Ja, ein bisschen Holz können wir mal mitnehmen. Bisschen wenig Holz, aber okay. Ja, in der Nacht ist es auch immer ziemlich laut. Also so, teilweise. Achso, nee, wir müssen hier runter und dafür müssen wir genau hier. Jetzt ist halt die Frage, hier ganz unten brauchen wir ein Sägeblatt, das weiß ich. Aber ganz rechts, glaube ich, brauchen wir nur einen ganz normalen... Was ist mit euch? Seid ihr schon tot? Ne, ich glaube, ihr seid nicht tot. Hoffe ich zumindest. Ich hab schon ein bisschen Gewissensbisse, kann man fast sagen, falls eine meiner Aktionen mal irgendwem das Leben kosten. Und ich sollte mir angewöhnen, bei solchen Sachen, wenn ich noch genug Platz habe, einfach alles zu nehmen. Weil zur Not kann ich dann ein bisschen Resource Management machen. Moment, ich mach hier mal zu. So. Genau, hier können wir dann lockpicken. So, jetzt ist halt die Sache. Wir werden mal Kräutermedizin eines nehmen. Ne, den Rest nicht, weil... Ich meine, ganz ehrlich, wir haben auch... Mir fehlt das Essen, das wir vor dem Krieg hatten. Oh, bitte sagt, ich... Okay. Tut mir sehr leid, falls ich euch damit den Tag ruiniere, aber ich brauche diese Teile und ich werde die wieder zumachen. So, wie gesagt, es könnte sein, dass einer von euch den Teddybären hat. Eine Tasse Kaffee wäre nett. Okay, ich tue jetzt was... Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ich mal versuchen kann, hier Kaffee zum Beispiel oder irgendwas reinzulegen, was die halt wollen und mir im Gegenzug dafür was rausnehmen kann. Weil ich traue mich das jetzt nicht. Fuck. Weil ich möchte nicht, dass Marco stirbt, weil dann sind wir komplett im Arsch. Und Marco ist halt tot.
Moment, hier machen wir mal zu. Und schauen hier rein noch. Ja, hier sind auch noch ein paar Teile, die wir brauchen können. So, 12 Stück zum Beispiel. Ha, ne. Kein Ärger. Ist jemand? Guten Abend. Ja, guten Abend. Okay, aber hier ist sonst nichts. Nee, ich glaube, das war's auch schon, was wir hier heute machen können. Fuck. Ich will halt so gerne da reingreifen, aber... Ach Gott, komm schon. Zur Not gehe ich halt auf Renne zum Ausgang, weil ich hoffe, die können sich hier nicht gescheit verteidigen. Wenn die hier doch irgendwie Waffen haben, bin ich halt am Sack, aber... Wir sind halt... Okay. Privatbesitz. Okay, nee, ich nehme nichts. Verlassen, renne zum Ausgang. Tschüss, ich nehme nichts. Okay, ich dachte jetzt, die töten mich instant. Aber... Okay. Nee, noch ist alles gut. Okay, das ist deren Privatbesitz. Okay, aber das hier war scheinbar, weil das hier dasselbe Symbol war, war scheinbar auch mal Privatbesitz, aber wir können es uns holen. Das heißt, mit einem Sägeblatt, ich hoffe, das ist mehrmals verwendbar, können wir hier auf jeden Fall richtig geilen Scheiß machen. Und der Dietrich hat sich gelohnt, weil der eine Dietrich hat uns 3 Teile und ich glaube... Ich meine, ich habe da quasi den Wert von 2 Elektrosicherungen getauscht und die Elektrosicherungen sind nicht so viel wert wie Teile, weil ich habe ganz einfach mehr davon. Wobei, vielleicht wenn wir länger überleben und immer mehr advanced werden, dann ist es vielleicht wichtig, aber noch ist es echt vollkommen egal. So, bitte lass einen ruhigen Tag auf uns warten. Bitte. Tag 9. Hey, zieht euch die ganzen Dinge an. Oh, wo ist Pavel? Sag nicht, der ist tot. Wir wurden ausgeplündert. Jemand hat versucht uns aus. Sie müssen ängstlicher als wir gewesen sein und wir haben es geschafft, sie fernzuhalten. Schade, dass wir keine Waffen hatten. Bruno wurde verletzt, aber die Angriffe müssen die Leute Wache stehen. Pavel geht es viel besser, wir müssen ihn nur etwas im Auge behalten. Viel besser als wann und warum müssen wir ihn im Auge behalten? Okay. Oh, meine Geschichte. Jeder sollte eine glückliche Erinnerung auswählen. Eine gute reicht nichts. Eine gute reicht nicht. Sie muss großartig sein. Wenn es so schlimm wird, dass man sich nur noch hinsetzen und weinen möchte und das Leben keinen Sinn mehr hat, dann sollte man die Augen schließen und an diesen glücklichen Moment denken. Es ist nicht einfach, aber man muss es versuchen. Okay, sonst irgendwer noch was? Auch verletzt und traurig. Okay, Pavel ist... Aber es ist erst Tag 9, also ich wollte sie erst am Tag 10. Okay, nee, du bist verletzt, das heißt, du musst bandagiert werden. Und du wirst was essen. Keine Widerrede, weil nicht, dass du stirbst. Wobei, du warst gestern nur normal hungrig. Nee. Du wirst heute noch nichts essen, du wirst dich einfach mal hinsetzen. Du bist bandagiert. Und ich weiß nicht, ob dich ins Bett gehen traurig macht, aber du bist sehr hungrig, Marco und Pavel. Wir werden es allerdings trotzdem auf morgen verschieben, weil alle 3 Tage muss reichen. So, du erholst dich und wirst hoffentlich bald nicht mehr traurig sein. Bitte helfe sie. Nein, nicht wieder die Kinder.
Wir sind hungrig. Hallo nochmal, danke Ihnen. Dank Ihnen geht es Mama besser. Sie ist aber immer noch schwach und wir haben nichts zu essen mehr übrig. Wir sind sehr hungrig. Können Sie uns etwas zu essen geben? Wir brauchen 2 Konservendosen. Wir haben leider nichts. Vielleicht später, ja. Vielleicht, wenn der Typ vorbeikommt. Das schreibe ich mir gleich auf. 2 Konserven Ausrufezeichen traden. Also wenn der Typ nochmal kommt, werden wir ihn auf jeden Fall das abluchsen. Kommt morgen wieder, bitte. Wir gehen, sie haben nicht Nein gesagt. Es wird gehen, sie haben nicht Nein gesagt. Ja, wir werden auch nicht Nein sagen, nicht zu euch. Vor allen Dingen, nachdem ich weiß, dass es den DLC The Little Ones gibt. Okay. Marco, du bist zwar müde und hungrig, aber du wirst trotzdem jetzt erstmal hier runtergehen und schauen, dass wir endlich hier ein bisschen besseren Shit finden. Ich frage ja, wie lange wir es schaffen. Ich hoffe inständig, es gibt ein gewisses Zeitlimit und wir können es verbessern. Wir können Sägeblätter, Schusswaffen und Munition. Und ich hoffe, dass wir da irgendwas Sinnvolles finden. Oh, bitte komm schon, Typ. Lass dich heute oder morgen nochmal blicken vor den Kindern, weil... Bitte. Ganz ehrlich, ich möchte nicht diese ganze dreiköpfige Familie, die 2 Kinder und die Mutter auf dem Gewissen haben. Möchte ich wirklich nicht. Okay, wir haben hier ein Sägeblatt. Ja, das ist gut. Brechstange, Axt. Zum Zerkleinern von Möbeln oder Leuten. Und die Pistole können wir mit Teilen verbessern. Schrotflinte. Dafür brauchen wir eine gebrochene Schrotflinte. Ja, nee, wir brauchen jetzt hier erstmal das Sägeblatt. Dann können wir zumindest 2 Sachen heute in der Nacht machen. Und ich werde den Tag auf jeden Fall heute nicht überspringen. Ganz einfach, falls der Trader kommt, muss ich es schaffen. Und ganz ehrlich, ich glaube, wir werden Marco heute was zu essen geben und Pavel morgen. Weil Marco muss einfach mehr hinkriegen. Du erholst dich. Aber du bist halt traurig. Was kann ich denn gegen Trauer machen? Kann ich ihn vielleicht hier in die Gegend stellen? Okay, du bist nicht mehr müde, aber du erholst dich von der Verletzung. Das heißt, wir werden dich liegen lassen. Du bist müde, du bist nur hungrig. Ich werde schauen, dass wir Marco so gegen 3 nochmal oder 4 ins Bett schicken. Ich hoffe, Bruno hat sich bis dahin erholt. Schon eine ganze Weile nicht geschlafen. Aber du wirst morgen schlafen. Du wirst morgen am Tag schlafen. Ich glaube, ich muss wirklich warten, bis die Leute sehr sind. Sehr müde, sehr hungrig. Und dann kann ich vielleicht immer noch einen halben Tag. Oder halt, wenn Bruno heute jetzt am Abend sehr hungrig werden würde, würde es, glaube ich, reichen, wenn er an Tag 11 etwas isst. Hoffe ich. Und ich glaube, der Händler wird auf sich warten lassen, also... schlecht. Ah, verdammt.
Was machen wir dagegen, dass er traurig ist? Kann er hier auch nicht spielen oder sowas? Keine Ahnung. Schauen wir mal, hast du hier... Können wir vielleicht dorthin schauen? Auf dem Dachboden? Was hier mit dem Wasser ist? Ja, wir können Wasser herstellen, 4 Stück mit einem Filter, aber... Ja... Das Blöde ist, eine Frage... Ich lass Marco zumindest hinsetzen. Ich glaube, hinsetzen verbraucht so die Energie von den Leuten nicht so stark, als wenn sie stehen. Ich glaube, deswegen sind die Stühle hier grundsätzlich da. Frage, wenn ich das hier mache, kann ich dann auch... Nee, ich kann halt nur Essen auf effizientere Art zu kochen und Brennstoff zu sparen. Was nicht so wirklich heftig ist. Weil ich kann alles, Holz und alles kann ich. So, und jetzt wird... Bruno wird noch schlafen und morgen früh müssen Marco und Pavel was essen. Aber... Ja. Gut. Also, wir haben nochmal die Schule. Wir haben immer nur noch 44% hier gesehen oder genommen. Eine Menge Lebensmittel sind hier immer noch. Und eine Menge Medikamente. Gut, plündern. Nee, Bruno wird im Bett schlafen und du musst Wache stehen, weil wie gesagt, ich habe keine Lust, dass irgendwas passiert. Gut, und du wirst das Sägeblatt mitnehmen und die Schaufel. Die Schaufel brauchen wir aber nicht. Wir haben schon alles weggeschaufelt, also ist es nur unnötiger Ballast, den wir sonst mit Stuff voll machen könnten. Also, los geht's. Ich hoffe nicht, dass hinter den Dingern noch irgendwas zum Wegschaufeln ist, hinter den Sägedingern. Wobei, einen kann ich ja per Hand wegmachen, dafür reicht die Zeit. Und unser Kopf hängt. Wahrscheinlich, weil wir sehr hungrig sind. Aber keine Sorge, Marco, du kriegst morgen früh direkt was zu essen. Wir werden uns heute auch nicht mit Leuten anlegen, hoffe ich. Ja, Marco geht's nicht sehr gut. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass Marco nicht sehr hungrig oder sehr müde irgendwo plündern geht. Also, ganz ehrlich, bevor ich ihn zu sowas wie der Scharfschützenkreuzung oder so schicke, werde ich sowieso ihn... Ja, werde ich ihn sowieso auf komplett nicht müde, nicht hungrig, komplett topfit machen, damit er einfach die besten... Was? Nein! Nein, ich kann das nur einmal machen. Fuck. Aber hier ist gut was zum Tauschen. Das wird für den Händler wichtig sein. Ich habe einen Brief gefunden. Mama, es ist schrecklich. Jemand hat ein Mädchen erschossen, das ich kenne. Der Mann soll ein Scharfschütze sein. Ich kann nicht glauben, dass ich sie nicht wiedersehen werde. Sie war so ein gutes Mädchen. Was hat sie dem Scharfschützen angetan? Sie haben den Strom ausgeschaltet. Die Lehrer haben gesagt, dass wir heute etwas länger in der Schule bleiben müssen. Ich weiß nicht warum. Ich will dich und Papa wiedersehen. Zumindest haben sie versprochen, dir diesen Brief zu schicken. Kommst du und holst mich nach Hause? Also ganz ehrlich, mir ist jetzt schon so ein bisschen schlecht, dass
Nee, also ganz ehrlich, dieses Spiel macht mich einfach vollkommen fertig. Aber ganz ehrlich, allein diese Nachricht. Also gar. Das ist hier nicht wirklich ein Spiel. Das ist hier mehr eine Art geistige Folter. Kann man wirklich sagen, weil mit Spaß hat das hier fast wirklich nichts mehr zu tun. Das ist einfach nur. Das ist quasi eine Kriegsdokumentation auf schlimmstem Realitätsniveau wahrscheinlich. Also ganz ehrlich, ist nicht schön. Vor allen Dingen, wie alt war das Kind, was. Oh, das wäre schlecht gewesen. Wie alt war das Kind wahrscheinlich? Vielleicht so 5? 5 wahrscheinlich nicht, aber so 10? Schätzungsweise. Wahrscheinlich nicht älter. 10 maximal. Wahrscheinlich sogar jünger, weil. Ich muss ein Medikament hier nehmen. Ganz einfach, weil. Wenn jemand bei uns ein Medikament braucht, sind wir am Sack. Okay. Wobei die Sache ist natürlich auch, was man auch sagen könnte, die hier kämpfen um ihre Privatsachen, die lassen sich die nicht wegnehmen, aber die lassen das hier einfach irgendwo stehen, deswegen. Es tut mir sehr leid, aber ich muss die Sachen nehmen. Für den Fall, dass wir es wirklich dringend brauchen oder die Kinder es dringend brauchen, weil ganz ehrlich, bevor den Kindern irgendwas passiert, ich werd alles fast dem Händler geben, wenn ich dir dafür die 2 Dosen bekomme, und ich hoffe, dass die Kinder es schaffen. Also dieses Spiel ist wirklich ein Test von Menschlichkeit in einer unmenschlichen Situation. Ich glaube, das beschreibt das Ganze am besten. So, aber sonst gibt es hier sowieso nichts mehr. Das war nur noch das da hinten, das Sägeblatt. Und damit geht's schon wieder zurück. Oh ja. Einmal müssen wir noch hier, einmal mit einem Sägeblatt. Und der Brief von gerade, Alter. Der Brief ist. Also ganz ehrlich, in dieser Folge waren die Kinder und der Brief. Und die Folge ist auch noch volle 30 Minuten lang. Das war schon alles, was ich heute hinkriegen kann, also. Oh, ich habe die letzte Folge auch noch mit der heutigen zusammen aufgenommen, also das Spiel zerrt an meiner ganzen Substanz. Ich meine, es ist noch nicht mal 19 Uhr und ich fühle mich, als wäre ich 48 Stunden wach, weil nee, das Spiel, wie gesagt, nicht spielt es. Das hier, This War of Mine, das ist dieser Krieg. Dieser Krieg nennen wir es. Gut. Und damit ein kleiner Preview von Tag 10. Wir sind zurück. Hier die Bandagen. Frag mich nicht. Die Nacht, immerhin war die Nacht ruhig und wir haben gut was mitgebracht. Sonst wäre das hier heute echt zu viel für mich. Ja, aber ich würde sagen, trotzdem, hier Bio. Das wird die Kinder von gestern, oder? Nee, meine Freunde sind sehr hungrig.
Sie mit Essen zu versorgen, sollte meine Priorität sein und die Kinder vor allen Dingen. Hier ist gar nichts von Bio. Warum lügt mich hier das Bio an? Hat jemand Nahrung um... Ja, heute Pavel und Bruno müssen heute was essen. Aber das geben wir ihnen dann beim nächsten Mal bei Let's Play This War of Mine. Und bis dahin sage ich Tschüss, Leute.